Das hier, das ist das ehemalige DMK-Gelände. Das war früher eine Molkerei und du kennst vielleicht noch aus deiner Jugend das Sahnebubeis. Ja. Ne? Und das kam hier aus Rette. Ach, wir haben früher ungefähr ja, saisonal so 250 Leute insgesamt hier gearbeitet. Die sind vor gut 15, 20 Jahren verkauft worden oder hat damals Humana das übernommen. Und dann hat Humana, vielleicht hat man da, vielleicht hast du es mal gehört, ja. Die fusionierten dann auch noch mit einer anderen Milchgesellschaft. Das ist, daraus ist dann die DMK entstanden. Und die haben sich 2015 zurückgezogen von diesem Gelände. Und wir würden ganz gerne ja hier ein Quartierskonzept verwirklichen. Ja. Und die anderen würden ganz gerne hier einen Supermarkt aufbauen, die auch noch im hinteren Bereich mit Wohnbebauung, aber vorrangig hier im Einzelhandel, was wir uns sehr, sehr schwer vorstellen können. Also gemeinsam so, auch. So sehen wir das als SPD auch. Wir sehen auch hier ein Wohnkonzept im hinteren Teil dann kleine Wohnanlagen und so Einfamilienhäuser und so. Ne? Okay. Und hier vorne dann eventuell auch noch so ein kleines Café mit reinbringen oder Friseur oder so. Bietet sich an. Ja, bietet sich an, ja. Und das, wir wären auch sehr froh, wenn die Konzepte mal öffentlich zur Wahl gestellt werden. Also als Bürgerentscheid sowas. Genau, ja. Das war bislang noch nicht der Fall. Es gibt ein sehr gut ausgearbeitetes Konzept von einem Architekten, das uns sehr, sehr zusagt. Okay. Eben auch mit sehr viel Grün, mit sehr viel Freiberuflern, die integriert werden. Da gibt es auch Anfragen. Und dann sind jetzt Investoren angesprochen, ein Gegenkonzept zu entwickeln. Aber ich denke, man sollte die Wahl haben und das sollten die Bürger dann eben auch entscheiden, was hier tatsächlich passiert. Also das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, war, wir haben es immer wieder gewollt, dass wir hier einen städtebaulichen Wettbewerb bekommen. Und dieser städtebauliche Wettbewerb, den haben wir eigentlich immer eingefordert. Ja. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Verwaltung und auch die Gegenseite mit ihren Konzepten, einseitigen Konzepten, Schiffbruch erleiden, weil Städteplaner sagen, so wie ihr das vorhabt, ne, also hier einen Einzelhandel hinzumachen, einen großen Parkplatz, das ist städtebaulich nicht richtig. Und jetzt, so langsam, kommt es ins Rollen, dass wir hier auch einen städtebaulichen Wettbewerb hinbekommen und dass man dann, das muss man eigentlich öffentlich machen, wirklich öffentlich den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, was sich hier entwickeln könnte, damit sie die Wahl der Qual haben. Richtig. Und im letzten Jahr sind bislang die Rahmenentscheidungen nur hinter geschlossener Tür gefallen. Okay. Da war die Öffentlichkeit nicht mit einbezogen. Und deshalb wünschen wir uns umso mehr, dass sich das verändert und dass die Bürger gefragt sind, weil sie sollten Mitspracherecht haben. Ja, absolut. Finde ich auch. Bürgerentscheide können vieles bewirken, gerade auch nochmal Motivation in der Bevölkerung, sich mit den Themen hier auseinanderzusetzen und nachher sich auch damit zu identifizieren mit dem Ort. Sonst sahen die sich, es wurde alles vorgesetzt und uns hat keiner gefragt und wir finden es jetzt nicht schön und Recke entwickelt sich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema und das sollte man auch in Zukunft angehen. Und das hier wäre natürlich ein super Projekt, wenn man das umsetzen könnte mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Ich glaube, das würde auch weit über die Dorfgrenzen hinaus auch nochmal sich rumsprechen und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen überlegen, ach guck mal, in Recke kann man auch selbst mitbestimmen. Das ist ein Ort, da kann man sich mit einbringen und Entwicklung vantreiben. Ja. Ist auch, wäre wahrscheinlich auch gut für die Kommunalpolitik, weil die dann merken, ach guck mal, man kann sich da wirklich auch mit einbringen. Man kann was erreichen. Man kann was erreichen, ja. Und es ist im Gemeindebesitz und von daher, denke ich, ist die Gemeinde auch in der Pflicht, Bürger mit einzubeziehen. Peter, du bist hier jetzt an einem der geschichtsträchtigsten Orte Reckes. Ah, okay. Denn dieses Gebäude, dieses imposante Gebäude im Hintergrund, ist das ehemalige Krankenhaus von Recke. Aha. Heute das Altenwohnheim von Recke und es heißt das St. Benedikt Altenwohnheim. Benedikt daher, denn der Gründer war Benedikt Huster. Okay. Ein sehr bekannter Recker Mensch, der auch auf dem Marktplatz verewigt ist mit einer Büste.
Das Haus wurde 1897 gebaut. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist eigentlich eine ganz spannende. Und Benedikt war der Sohn, eben, der Recke etwas Gutes tun wollte, der sozial sehr engagiert war und der auch ein großes Vermögen von den Eltern geerbt hatte. Und dieses Geld, ja, dieses Geld wollte er investieren in ein Projekt, was zur damaligen Zeit sehr angesagt war. Die Dörfer bekamen nämlich Krankenhäuser. Und auf dem Dorf ein Krankenhaus zu haben, das war natürlich schon etwas. Recke hatte aber ein Problem. Recke hatte kein Geld. Ne? Wir hatten in der Reformationszeit, hatten wir halt sehr viel Geld investieren müssen. Du hast die Kirchengeschichten und so schon mitbekommen. Und dann konnte das ganze Krankenhaus sogar nur mit 15.000 Mark realisiert werden. Ne? Man sieht diesen einen Bau hier in der Mitte. Ja, ne? Das ist der Altbau, genau, 1897. Ja. Und die anderen 15.000 hätte man jetzt sagen können, Mensch, die packen wir dann in die Sommerreserve. Nein, die hat das Krankenhaus dann auch noch zur Verfügung gestellt bekommen als Barvermögen. Und davon wurden dann später eben Anschaffungen gemacht. Man hatte 30 Betten im Krankenhaus. Man hatte sogar einen OP-Saal. Und das Ganze ging dann bis 1985. Also man hat fast 100 Jahre hier ein Krankenhaus betrieben. Und 1985 wurde das Ganze dann umgewandelt in ein Seniorenwohnheim. Ja, und seitdem hat man eben das Haus St. Benedikt hier, was also total gut angenommen wird, was sehr, sehr freundlich umgestaltet worden ist, auch mit dem Neubau. Man hat drinnen einen tollen Springbrunnenbereich. Ja, und auch die Räumlichkeiten von innen sind wirklich top, auch dieser Wintergarten, der da drin ist. Also ist wirklich hervorragend gemacht, muss man wirklich mal sagen. Und es wird hier auch von der Recker Bevölkerung unheimlich gut angenommen. Gar total, total. Und das Schöne ist auch, was ich also auch bemerkenswert finde, dass also die Bewohner die Möglichkeit haben, ihre eigenen Habseligkeiten mitzubringen, die Räume so nach ihren eigenen Geschmacksrichtungen und so weiter einzurichten, ja, das ist schön, und sich einfach zu Hause zu fühlen. Ne? Das ist einfach was Lebenswertes. Es gibt ja auch noch die Zweigstelle in Alverde, die wird auch von hier aus mitverwaltet. Das heißt, auch so der Verwaltungsaufwand ist hier schon groß. Es ist schon irgendwas... Es ist schon ein bisschen Arbeit, was hier hintersteckt. Ja, aber es ist ja wirklich schön, dass es auch da, sag mal, wenn man da den demografischen Wandel noch wieder im Hinterkopf hat, und der wird ja nun mal, was du auch gesagt hast, immer auch Thema sein, weil der einfach immer voranschreitet, dass wir da auch wirklich hier auf gutem Fuße stehen und hier auch, sagen wir mal, etwas haben, worauf ein Ort wie Recke sehr stolz sein kann. Absolut. Und auch die Bevölkerung in Recke ändert sich natürlich. Ja. Im ländlichen Bereich, früher war das normal, man lebte in Mehrgenerationenhäusern, ne, und die junge Generation kümmerte sich um die ältere Generation. Heute wandern natürlich viele auch erstmal in die Städte, aber das muss man auch sagen, viele kommen auch zurück nach Recke. Das ist schön. Ja. Ich finde, das ist einfach ein tolles Zeichen. Ja, absolut. Ich selber bin einer davon. Also ich bin in den Großstädten gewesen und ich bin auch zurückgekommen nach Recke, weil es ist einfach lebenswert, es ist einfach schön. Ja. Es gibt viel noch, wo angepackt werden muss, keine Frage, wo gibt es das nicht. Richtig. Aber die Basis in Recke, das ist eine tolle Sache. Wir sind schon mal vorne. Das finde ich auch. Hallo Peter, ich möchte dich hier in unserem Recker Moor begrüßen. Wunderschöne Landschaft. Und da sieht man eigentlich die Vielfältigkeit von Recke. Nur wenige Kilometer entfernt ist das Waldgebiet Buchholz mit seinem Sandstein, mit seinem Festgestein. Und hier komplett das Moor mit viel Wasser, mit viel Feuchtigkeit. Eben, das sieht man mal wieder innerhalb von wenigen Kilometern, wie abwechslungsreich und wie schön Recke ist. Absolut. Und alles mit dem Fahrrad und auch fußläufig zu erreichen. Der Bereich hier gehört zum Einflussgebiet des Kreises Steinfurt und drei Grundstücke sind im Augenblick noch gar nicht aufgekauft worden vom Kreis, die eigentlich dazu dienen sollten, diese asphaltierte Straße, die wir eben gekommen sind, zu renaturieren und nur für Fußgänger und Fahrradfahrer zugänglich zu machen. Okay. Weil das wäre dann noch eine weitere Aufwertung des Bereichs. Ne? Ja. Dass man nicht dann irgendwo von Autos umgeben ist, sondern tatsächlich hier zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Leider endet das nur abrupt im Norden Richtung Niedersachsen, weil dort wurde schon vor vielen hundert Jahren, noch vor 200-300 Jahren Torf abgebaut, teilweise sogar in Brand gesetzt, um das Land urbar zu machen. Ja, okay. Und das war aber dann vor Niedersachsens Scheid, das war eben hier die Grenze zwischen Preußen und Hannover und auf Hannoveraner Seite seinerzeit wurde das Moor dann eben abgebaut
und hier in Recke natürlich viele Jahre, vielleicht in den letzten 200 Jahren ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber gerade in den letzten 20, 25 Jahren wurde wirklich sehr, sehr viel gemacht und auch erfolgreich gemacht, wie man deutlich sieht. Ja, auf jeden Fall. Es ist von hier oben wirklich wunderbar, sich anzuschauen.